So, Leute. Es kommt zu einer Nacht 2. Und Five Nights at Freddy's 2. Ich habe die erste Nacht nicht gefilmt, weil ich zu viel Schiss hatte. Hello. Es ist so schwer, wisst ihr. See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now, I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology. But they were just so ugly, you know? And the smell. Wisst ihr was? Ich muss das nochmal neu machen. Ich habe nämlich einen deutschen Übersetzer, den muss ich aber erst noch aktivieren. Wartet ganz kurz. Ich hab's gleich. Ich hab's noch nachts. Warum da verhandelt und. Das wird nicht wieder aufgenommen wie Kumpel auf dem Arsch. Nee, gut. Entsprechen. Gut, identisch. Hallo. Sehen Sie, ich sagte Ihnen doch, die erste Nacht würde kein Problem sein. Sie sind ein Naturtalent. Ich bin inzwischen sicher, dass Sie schon die alten Modelle im Hinterzimmer gesehen haben. Die stammen noch von einem früheren Standort. Wir nutzen sie jetzt für Ersatzteile. Die ursprüngliche Idee lautete, sie zu reparieren. Man hat sogar angefangen, sie wieder hineinzustopfen, zusammen mit der neuen Elektronik. Aber sie waren einfach so hässlich, wissen Sie? Und dieser Gestank. Also hat das Unternehmen beschlossen, eine völlig neue Richtung einzuschlagen und sie super kinderfreundlich gestalten zu lassen. Die alten Modelle sollten nicht mehr in der Lage sein, umherzuwandern. Aber wenn sie es doch tun, dann sollte der Trick mit dem Freddy-Kopf auch bei ihnen klappen. Von daher. Ich liebe diese alten Figuren. Haben Sie jemals Foxy den Piraten gesehen? Oh, warten Sie, Moment. Ach ja, der Foxy. Hören Sie, der war schon immer etwas schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob der Trick mit dem Freddy-Kopf bei Foxy funktioniert. Sollte er jemals während der Nachtschicht aktiv werden und am gegenüberliegenden Ende des Hauptflurs auftauchen, strahlen Sie ihn von Zeit zu Zeit mit Ihrer Taschenlampe an. Fuck. Diese älteren Modelle lässt. Verdammt, Scheißschnauze, Mann. Hat den Weg am Arsch. Ich fuck sie. Lass mal wieder. Heine, das nervt aber auch diese Windbox. Das hätte man nicht so genug zu tun. Oh, jetzt auch noch die weg. Sag bloß, die ist jetzt auch weg. Die ist auch weg. Ah, fuck! Kein Grund zur Panik. Oh nein. Oh nö. Scheiß Musikbox, lad uns doch auf. Gott, steh mir bei, Gott, steh mir bei, Gott, steh mir bei. Oh mein Gott. Na los! Oh Gott. Hi. Mm-hmm.
Oh mein Gott, von beiden Seiten. Und von vorne auch noch. Ihr habt's drauf, Freunde, ihr habt's drauf. Jetzt hoffen wir, die letzten Nerven zu kosten. Box. Achso, das ist. Achso, irgendwann sage ich immer Windbox, aber eigentlich heißt das Musikbox. Und wir brauchen Taschenlampe. Jetzt kommen wir da heiß. Schnell die Kopf. Gut. Jetzt weg, dann ist der noch da, wo ist Chica hin? Mängel verpiss ich aber auch einfach nicht, oder? Jetzt nicht so drauf, eine Fliege zu machen. Verpiss dich. Scheiße. Gott, Balloon Boy, der nervt, Junge. Gott, der nervt wie sonst was. Junge. Nach zwei und ich bin überfordert. Nach zwei. Alles klar. Mängel ist aber auch immer schnell auf den Füßen, ne? Und jeder, der in irgendeiner Art sagt, dass er Balloon Boy mag, ist ein kleiner verfickter Hurensohn, der kein Leben hat. Balloon Boy ist einer der größten Missgeburten, die es auf der Welt gibt. Mängel, du auch. Fick dich einfach. Bleib in dein Scheißloch oder wir demontieren dich noch mehr. Gott, wie hörst du dich überhaupt an? Hast du ein scheiß Radio in deinem Kopf oder was? Diese kurzen Augenblicke, wo ich ausrasse, die brauche ich einfach, die gehören zu mir. Ist ja immer alles schön und gut, ne, wenn da nichts passiert. Es steigert den Spaß ein bisschen mehr. Aber Junge, wenn ich über den Nacht 5 bin, ich gucke direkt auf den Monitor, der erste ist weg. Gut, das hat jetzt teils zu meinem Witz gehört, aber tatsächlich ist der erste nicht weg. Ah, dann kommt Chica wahrscheinlich gleich direkt nach. Du bist zum Glück noch da. Dann nehme ich dich nochmal hoch. Also, wenn Bonnie einmal da oben ist, dann bleibt er da auch. Gut. Chica ist weg. Da bist du also. Gut, zwei Probleme. Mängel ist auch weg. Und der ist da. Also, Leute. 1 a.m. und es sieht gar nicht mal so gut aus. Gott, wie du verfickt nochmal in die Kamera guckst, man. Das macht mir fast Angst. Nein. Oh Gott. Jungboy, wo bist du? Wo bist du? Wo seid ihr alle eigentlich? Und da bist du. Ready, Kopf. Du bist weg, Mann. Komm, der Freddy Kopf muss doch funktionieren bei dir. Oh oh. Halt dann halt morgen.
alle Tschüss zueinander, okay? Ich weiß, du hast das nicht so mit dem Licht, deswegen mach es ja. Oh oh. Gut. Das ist Problem gelöst. Müssen wir dich noch mal wegkriegen irgendwie. Oh scheiße, Mann. Das ist wieder ein Buchding. Alter, dieses Spiel, er kotzt mich an. Freddy Cops. Ich weiß halt nicht, ob der Freddy Cops auch bei den anderen Wichsern was bringt. Aber ich hoffe es halt immer sehr stark. Bei den meisten bringt der Freddy Cops sehr viel sogar. Mann, in FNAF 1 ist das alles so einfach. Da muss man einfach nur kleine Türen verriegeln. Man hat vier Probleme. Vier kleine Probleme. Hier dauert an jeder Ecke eins. Ich muss da mal wieder hochgestanden werden. Oh Gott. Ich kann nicht mehr. Auch dass das ein Ende hat. Die ganze Möglichkeit, das hier zu beenden, ist, wenn ich mich höchstpersönlich verpisse. Ich drück gleich Alter 4, ich bin raus dann. Gut, da hat sich jetzt nicht viel verändert. Also, du bist dann wieder da. Oh, Mängel. Du bist ja auch gar nicht mal mehr so weit weg. Du bist aber auch noch auf dem Zahn zu, mein Freund. Gut, Freddy-Kopf. Hör doch mal, das Freddy hier. Oh, freaking shit. Ich bin tot. Leute, Augen zu, Jumpscare-Gefahr. Oh, doch nicht. Das Mangle ist da. Der Freddy-Kopf hat's gebracht, aber der ist noch immer da. Ich glaube, der lässt sich wirklich nicht einfach durch beeinträchtigen. Da guck ich, dass ihm das nicht viel ausmacht. Voll schwer. Ich mache mir gut, der Hurensohn selbst zu Freddy, ne? Wie du es halt. Ach, Scheiße! Fuck! Ich bin raus, Mann. Dieses Spiel ist so gefickt. Fuck! Ich kann das nicht. Ich bin raus.